Misha Maya und Samantha Abdul machen ihre Beziehung offiziell. Der Ex-Love Island-Hottie und das einstige Bachelor-Girl sind tatsächlich ein Paar. Erste Liebesgerüchte tauchen im April auf. Misha unterzieht sich in der Türkei einer Zahn-OP. Auch Sam befindet sich zur gleichen Zeit vor Ort, um jemanden zu begleiten, der einen Eingriff hat. Viele Fans sind sich sicher, das kann kein Zufall sein. Und sie irren sich nicht. Auf Instagram zeigen die beiden jetzt endlich offen ihre Liebe und sprechen auch erstmals darüber. Doch seit wann sind die beiden genau zusammen? Offiziell seit dem 16.04.2021. Aber das hört sich jetzt voll kurz an. Die Geschichte ist halt länger. Und intensiver. Die Kennenlerngeschichte der TV-Bekanntheiten hat es tatsächlich in sich. Immerhin bandelt Misha noch kurz zuvor mit einer anderen an. Nach seinem Promi-Big-Brother-Flirt mit Adela Smajc verdreht diese Spanierin dem Muskelprotz den Kopf. Unter einem mittlerweile gelöschten Post des Models Sara Contero Herrera bezeichnet er sie sogar als meine Frau. Während der 29-Jährige im Februar in Thailand ist, stellt er in einem Livestream aber klar: Erstens mal ist sie noch nicht meine Freundin. Ich bin jetzt schon seit einem Monat weg. Und ich werde sie erst meine Freundin nennen, wenn ich in Deutschland zurück bin. Doch dazu kommt es nicht. Kurz darauf fliegt Misha nach Teneriffa und lernt dort Sam kennen. Ihre genaue Kennenlernstory teilen sie nun auch mit ihren Fans. Ich war ja auf Teneriffa, wegen Love Island. War da mit Jimmy und Jelis. Und irgendwann meinte Jimmy zu mir, ja, eine Freundin von Jelis kommt noch vorbei. Und ich dachte mir so, okay, cool. Dachte ich mir so, cool, vielleicht kann man die ja auch mal kennenlernen. Die 31-Jährige holt etwas weiter aus. Denn die Geschichte der beiden beginnt noch ein wenig früher. Moment, dazu kommt, dass Misha mir irgendwann gefolgt ist. Ich bin ihm aber nicht zurückgefolgt. Und dann hat er mal auf eine Story von mir reagiert. Und da hat er so einen lachenden Smiley gemacht. Ich habe auch nicht darauf reagiert, because you girls know, like, you don't answer that. Erst auf Teneriffa lernen die zwei sich kennen. Als Sam durch Jimmy erfährt, dass Misha auch vor Ort ist, schreibt sie diesen an. Wie der Zufall es will, sind die beiden sich zu diesem Zeitpunkt schon sehr nahe. Sie halten sich im selben Hotel auf. Casanova Misha sieht seine Chance gekommen. Wusste also endlich, wer diese geheimnisvolle Freundin von Jimmy ist? Es war nämlich Samantha. Und ich dachte mir, das passt wie Faust aufs Auge. Diese Frau knall ich jetzt im Urlaub weg. Hat aber nicht geschafft. Why you fucking lying? Why you always lying? Oh my God. Ob bereits auf der spanischen Insel etwas läuft oder nicht. Fakt ist, bei einer einmaligen Sache bleibt es nicht. Misha lernt sogar bereits Sams zweijährigen Sohn Ilja kennen. Auch gemeinsame Nachwuchs können sie sich vorstellen. Wie würdest du nochmal ein Kind wollen? Mit dir ja. Ich wollte gerade sagen, was dauert da so lange? Aber nicht nächste Woche und auch nicht nächsten Monat und auch bitte nicht mehr dieses Jahr, okay? Okay, abgemacht. Aber danach. Es bleibt also spannend, ob diese beiden Turteltauben schon bald die Verkündung einer Baby-News hinterher schieben.